Die sieben Schwestern werden sie genannt. Jene Bundesstaaten in Indien, die die Region Nordost zu einem ganz eigenen Gebiet machen. Geschichtlich und kulturell, wirtschaftlich und politisch und auch in Bezug auf die Religionen. We always believe the motivation that the Lord has given through go and help people. Wir glauben fest daran, dass unser Auftrag heißt, den Menschen zu helfen, Kranke heilen, Kinder unterrichten. Das können wir in Nordostindien sehr gut verwirklichen. Wenn uns das gelingt, dann stehen wir wirklich an der Seite der Menschen. Immer wieder kommt es in der Region zu gewaltsamen Konflikten. Bewaffnete Rebellengruppen kämpfen für unabhängige Gebiete. Die katholische Kirche hat sich hier einen Namen als Friedensstifter gemacht und bei vielen Konflikten erfolgreich vermittelt. Wir haben dauerhafte Lösungen gefunden, weil wir ein Klima des Dialogs und der Verständigung geschaffen haben. Viele Kräfte haben ein Interesse daran, dass es Konflikte gibt und schüren sie auch bewusst. Wir halten uns da heraus, aber wir hoffen, wir haben einen kleinen Beitrag zum Frieden geleistet. Die Arbeit der katholischen Mission wird in Nordostindien besonders von Ordensfrauen getragen. Man kennt sie hier als Touring Sisters. Sie kümmern sich in den abgelegenen Gebieten um die Sorgen und Nöte der Menschen. Sisters can go to the enter into the intimacy with the family. Ordensschwestern finden sehr leicht Zugang zu den Familien. Sie merken schnell, was die Menschen brauchen und spielen so eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des Glaubens. Ein Missionar muss nah bei den Menschen sein und die Touring Sisters verkörpern das auf besondere Weise. Sie schlagen eine Brücke von den ländlichen Gemeinden in den Dörfern zu unseren kirchlichen Strukturen wie Schulen und Krankenhäusern. Community of believers, the structural church where they are running a school, there is a boarding house, there is a hospital. Wichtig ist dabei, behutsam vorzugehen, denn die Christen sind in Indien eine Minderheit, die immer wieder zur Zielscheibe von Ausgrenzung und Verfolgung wird. Radikale Kräfte wollen aus Indien einen reinen Hindu-Staat machen. Dann wäre kaum noch Platz für andere Religionen. I have a phrase. Whispering the gospel to the soul of Asia. Ich sage immer, wir müssen das Evangelium flüsternd verkünden. Nicht lautstark und bedrohlich, nicht so wie ein Politiker oder so wie in einer Werbebotschaft, aber auch nicht furchtsam. Wir brauchen eine innere Überzeugungskraft und einen Sinn für das Spirituelle. Intimacy, out of a sense of the sacred. Im Dorf Bagbari erscheint das Leben ruhig und beschaulich, doch in seinem Zentrum wird rege diskutiert. Die Frauen des Dorfes haben sich zu einer Selbsthilfegruppe zusammengeschlossen. Sie unterstützen sich gegenseitig bei der Gründung von kleinen Unternehmen. Wie etwa aus einem Gummibaum Kautschuk gewonnen werden kann, haben die Frauen bei den Schulungen von Just Agartala gelernt. Wir arbeiten in der Diözese, die sich über den gesamten Bundesstaat Tripura erstreckt. Nicht nur über die Kirche, sondern auch über unsere Bildungsangebote, unsere pastoralen Programme und unsere Entwicklungsarbeit. Und Just ist Teil unserer Angebote. Wie helfen wir Menschen, die sich auf diese Weise entwickeln? Wir bringen viele Entwicklungsprojekte und Programme voran, besonders für die Frauen in den Dörfern, sodass sie sich wirtschaftlich entfalten können und unabhängig werden. Wir erzielen gute Ergebnisse. Bislang haben über 1000 Frauen selbstständig ihre Gewerbeprojekte aufgenommen, zum Beispiel mit Weben. Weben ist Handarbeit, eine ihrer traditionellen Praktiken. Bis dato war es nur für den einzelnen Gebrauch. Wir dachten, das ließe sich kommerzialisieren. Jetzt weben die Frauen für einen kommerziellen Zweck. Und das hat ihnen nicht nur wirtschaftliche Verantwortung eingebracht, sondern auch eine besondere Rolle in der Familie. Früher wurden Frauen als Arbeiter innerhalb der Familie angesehen. Heute wird sie mehr respektiert, weil sie Geld verdient, die Familie versorgt, mit Vertretern öffentlicher Institutionen verhandelt, Regierungsbüros besucht und Ressourcen bereitstellen kann. Sie wird zu einer Beraterin für den Ehemann. Der Status der Frauen hat sich als Ergebnis der Selbsthilfegruppen erheblich verbessert. So the status of the women has come up as a result of this self-help group movement. Through our social involvement,
with the development work, we are able to. Dadurch, dass wir durch unsere Entwicklungsarbeit sozial involviert sind, können wir für Werte eintreten. Im 21. Jahrhundert dreht sich beispielsweise alles um die Umwelt und die Bewahrung der Schöpfung und all das. Wir können einander die Hände reichen und all das bewirken. Das bedeutet, nicht nur innerhalb der Kirche Mission zu betreiben, sondern auch außerhalb der kirchlichen Strukturen. Das Verständnis von Mission ist nicht notwendigerweise die Rekrutierung neuer Christen, sondern die Werte der frohen Botschaft an die Orte zu bringen, wo wir in nichtchristlichen Voraussetzungen arbeiten. In den grünen Hügeln Meghalayas lebt das Volk der Khasi. Ihre entlegenen Dörfer sind schwer zugänglich und manchmal sogar nur zu Fuß zu erreichen. Die Khasi beziehen alles Lebensnotwendige direkt aus der Natur. Ihren Unterhalt verdienen sie als Tagelöhner oder mit Landwirtschaft. Eine kulturelle Besonderheit ist charakteristisch für die Khasi. Der Familienbesitz wird von der Mutter an die jüngste Tochter vererbt. Jigali meaning of Khasi means born of a mother. Etymologisch gesehen bedeutet Khasi von einer Mutter geboren. Deshalb werden die Abstammungslinie und das Erbe von einer Mutter weitergegeben. From a mother. Schwester Cecilia Saad ist selbst eine Khasi-Frau. Sie ist mit der urtümlichen Lebensweise der Menschen vertraut. Cecilia Saad gehört zu den Ordensschwestern, die auch Touring Sisters genannt werden. Sie machen sich auf zu den Menschen in den Bergdörfern, um ihnen bei ihren Herausforderungen zu helfen. Frauen und Jugendliche arbeiten schwer, um ihre Familien finanziell zu unterstützen. Im Steinbruch verdienen sie am Tag 100 Rupees, rund 1,30 Euro. Diese Mutter bringt damit ihren Sohn und sich gerade so über die Runden. Sie hat jedoch Angst, dass ihr Sohn sie später im Alter damit nicht ausreichend versorgen kann. Heutzutage begegnen die Khasi den Herausforderungen, die wir Globalisierung und Modernisierung nennen, denn Kinder, die gebildet sind, wollen nicht mehr in ihren Dörfern bleiben. Mit Schulbildung haben sie vom Leben im Dorf keinerlei Vorteil. Get anything benefit from the village. Angesichts der permanenten Veränderungen weltweit bleiben die Khasi in ihren Dörfern von wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen weitgehend isoliert. Stattdessen fühlen sie sich in ihren traditionellen Werten und Gepflogenheiten zunehmend verunsichert. In Gottesdiensten und bei Jugendprogrammen stärken die Schwestern den Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft und zeigen den Jugendlichen Perspektiven für ein besseres Leben in den Bergen auf. Our congregation, as you know, it is an indigenous congregation. Unsere Kongregation ist eine indigene, also eine einheimische Kongregation, die Hilfe und Unterstützung benötigt, um die frohe Botschaft durch das Evangelium und die Katechese zu verbreiten, Seelsorge anzubieten und Bildung zu ermöglichen. Durch Bildung erlangen die Menschen Bewusstsein über die Bedeutung von Dingen. Sie nehmen ihre Umgebung und ihr eigenes Leben anders wahr. Gebildete junge Menschen können helfen, andere oder sogar ihre eigenen Eltern aufzuklären, etwa darüber, wie man das Haus sauber hält. To keep the house clean. Schwester Cecilia vermittelt den Menschen, dass sie in einer Gemeinschaft stärker sind. Meghalaya, Land der Hügel. In den Yantzia Hills boomt das Geschäft mit der Kohle. Die Schwerindustrie besetzt ganze Landschaftsstriche und verstopft die Autobahnen. In den Gruben passieren immer wieder verheerende Unglücke. Trotzdem bringt die Aussicht auf Geld auch kleine Arbeiter dazu, nach Kohle zu schürfen.
Obwohl der ungeschützte Abbau seit 2014 verboten ist, sind die Felder übersät von Löchern im Boden. Die gefährliche Arbeit ist für viele Familien die einzige Alternative, um zu überleben. When I go to the village where the people, you know, like example Jantia Hills, in most of the land, you know. Wenn ich die Dörfer besuche, wie in den Jantia Hills, sehe ich, dass das meiste Land wegen der Kohle nicht mehr bepflanzt werden kann. Überall deponieren die Menschen Kohle und die Erde wird unfruchtbar. Die Menschen können das Land nicht mehr für sich nutzen. Deshalb bieten wir Trainings an, wie die Erde wieder fruchtbar gemacht werden kann. Die größten Herausforderungen, die ich hier wahrnehme, haben mit der jungen Generation des nächsten Jahrhunderts zu tun. Wenn die Jugend keine Arbeit findet, dann wird sie schlechten Gewohnheiten verfallen, wie Drogenabhängigkeit, Alkoholismus oder gesellschaftlichen Übeln. Eine andere Herausforderung sind Eltern. Sie schauen mich an und sagen, was erzählt diese Schwester? Wir wissen es besser als sie. Deshalb müssen wir die Kirche erneuern. Und ich denke, der einzige Weg dorthin führt über die Kraft der frohen Botschaft. Die Menschen hier brauchen das Wort Gottes. Ich glaube, die kleinen christlichen Gemeinschaften sind das Forum dafür. Denn wir können die Menschen in ihrem Zuhause antreffen. Für mich persönlich bedeutet Evangelisierung, Christus mit den Unwissenden bekannt zu machen, besonders mit denen, die noch nicht wissen, wer Christus überhaupt ist. Ein weiterer wichtiger Punkt hinsichtlich der Evangelisierung ist, die Mission Jesu fortzuführen. Gehe und verkünde. Und zuletzt bedeutet Evangelisierung für mich, die Menschen von Angesicht zu treffen, ganz persönlich. Every tribe is having own local culture. You see their own way of dressing. Jede Volksgruppe hat ihre eigene Kultur. Sie haben ihre eigene Tracht, ihre eigenen Feste, ihre eigenen Bräuche bei Hochzeiten und Geburten. Sie gestalten das Leben auf ganz eigene Weise. Aber durch die Einflüsse aus dem Westen sind diese Kulturen bedroht. Auch den christlichen Missionaren wirft man oft vor, dass sie die traditionelle Kultur zerstören. Aber in Indien versuchen wir, sie zu bewahren. The step that we should preserve the culture. Problems I could foresee is, you know, one maybe for me, language problem. We are here multicultural. Die vielen Sprachen sind für mich als Priester eine große Herausforderung. Jedes Mal, wenn ich an einen neuen Ort versetzt werde, werde ich vielleicht eine neue Sprache lernen müssen. Dann tue ich mich schwer, den Menschen so zu dienen, wie ich es gerne tun möchte. Really, one of the big means they need, the people of our region need, is the education. Was unsere Region am meisten braucht, ist eine gute Schulbildung. Es gibt zwar viele staatliche Schulen, aber der Standard ist nicht sehr gut, vor allem in den abgelegenen Dörfern. Wir gehen in die Dörfer und bauen Schulen. Dadurch und auch durch unsere Gesundheitsversorgung sind die Menschen sehr offen für das Christentum. I
I see a lot of changes also in the health of the people. Die Gesundheitsversorgung hat sich deutlich verbessert. Besonders in den Dörfern war die Versorgung lange Zeit sehr schlecht. Viele Kinder starben früh. Durch das Engagement der Kirche und auch der Regierung hat sich die Hygiene und die Ernährung verbessert. We cannot preach a gospel to a hungry stomach. Einem hungrigen Magen kann man nicht das Evangelium verkünden. Wenn die Menschen nicht genug zu essen haben, dann interessieren sie sich auch nicht für die Religion. Wir brauchen eine ganzheitliche Entwicklung. We have to have all-round development. Nahabharati factory came out in the by chance. Unsere Teefabrik ist eigentlich durch Zufall entstanden. Wir hatten über 460 ärmere Familien mit Saatgut versorgt. Aber als sie ihre Teeernte verkaufen wollten, bekamen sie nur wenig Geld dafür. Sie waren sehr wütend auf uns. Ihre Ernte war verloren, ihre Felder gaben nichts mehr her. Was sollten wir tun? What should we do it? Should we make a kind of a group? And then sell it to some of the big factories. That also we found very difficult. Wir haben versucht, die Ernte gemeinsam an einen großen Konzern zu verkaufen. Aber auch das war schwierig, denn die Konzerne ändern ständig ihre Preise und den Bauern bleibt nur wenig. Also dachten wir, dann bauen wir eben unsere eigene kleine Teefabrik. Wir kaufen die Ernte der Bauern, wir verarbeiten die Teeblätter selber und wir verkaufen den fertigen Tee. Und der Profit geht wieder zurück an die Menschen. Für grünen Tee können wir inzwischen einen der höchsten Preise in der Region zahlen. So langsam geht es vorwärts. Die Menschen können ihre Kinder zur Schule schicken. Sie haben genug zu essen. Sie können sich ein Haus bauen oder sich sogar ein Auto leisten. In nur 3 Jahren haben wir das erreicht. Many of our young boys and girls are able to read. Viele Mädchen und Jungen können heute lesen und schreiben. Das war vor ein paar Jahren noch undenkbar. Erst die jetzige Generation hat das gelernt. Sie können die Bibel oder das Gebetbuch lesen und auch die Zeitung. Das ist ein großer Fortschritt. It is really education is picking up. We should be able to reach out to the people where they are. Als Bischof will ich dorthin gehen, wo die Menschen sind. Das ist mein Traum. Alle 15 oder 20 Kilometer soll es eine Kirche geben. Dann können die Menschen kommen, sie können Gottesdienst feiern und die Sakramente empfangen. Alle sollen gut leben können und sie sollen auch in Frieden sterben und in den Himmel kommen. So that they may live well and also die well and go to heaven. Me and my priest and all the people of the Tetzpur Diocese are very grateful to the people of Germany. Wir sind den Menschen in Deutschland sehr, sehr dankbar. Ich freue mich, dass Mission München mich zum außerordentlichen Monat der Weltmission eingeladen hat. Die Menschen in Indien und besonders im Nordosten sind sehr dankbar für die Unterstützung, die sie aus Deutschland bekommen. In our needy people, where people are very welcoming and open to the gospel. Mit steigender Entwicklung, mit dem Wirtschaftswachstum in Indien, bekommt das Land auch große Umweltprobleme. Plastikmüll breitet sich aus, Fabriken und Autoabgase verpesten die Luft. Aber auch die Lebensweise der Bergvölker bringt die Natur zunehmend an ihre Grenzen. For so long. They have been depending on. Seit langem schon hängt das Überleben der Menschen vom Wanderfeldbau ab, genannt Chum Cultivation.
business would not be useful for the next year. Die Bäume werden abgeholzt oder niedergebrannt. Der Boden ist von Erosion bedroht, die fruchtbare Erde wird weggespült und die Menschen müssen wieder von vorne anfangen. Die Kirche setzt sich für die Bewahrung der Schöpfung ein und handelt damit ganz im Sinne von Papst Franziskus. Mitten im Dschungel haben die Franziskanerbrüder ein Zentrum errichtet, das zugleich Modellfarm und Ort der Einkehr ist. Wir hatten dieses Zentrum eröffnet, kurz bevor Papst Franziskus seine Enzyklika Laudato Si herausbrachte, in der er uns an den Schutz von Mutter Erde erinnert. On care of Mother Earth, on care of our creation. Wir haben gemerkt, wie groß die Umweltzerstörung hier ist. Wir wissen, dass wir nicht viel dagegen tun können, aber wir sagen, lieber eine Kerze anzünden, als sich über die Dunkelheit beklagen. Die Brüder gehen hinaus in die Dörfer und stehen den einfachen Menschen bei. In den abgelegenen Bergdörfern müssen Familien und ihre Kinder oft schwer arbeiten, um zu überleben. Mutter Erde ist gefährdet, weil es kaum Möglichkeiten gibt, den Lebensunterhalt zu verdienen. Die Franziskanerbrüder möchten den Menschen neue Einkommensquellen erschließen. So unless that is, wenn uns das nicht gelingt, dann können wir den Menschen viel erzählen. Sonst reden wir nur davon, hier ist unsere Modellfarm, hier kann man Fischteiche anlegen, hier kann man etwas Neues anpflanzen. Aber die einfachen Menschen müssen auch davon leben können, sonst werden sie weiterhin den Wald abholzen und das Holz verkaufen. Blocking the people to do something won't help them because they won't be able to survive. They have to live on something. Verbote helfen nicht weiter. Von irgendwas müssen die Menschen leben. Sonst wird Mutter Erde immer in Gefahr sein. Ich bin überzeugt, wir haben einen kleinen Anfang gemacht und die Saat geht langsam auf. Jugendliche lernen bei uns, auf Mutter Erde Acht zu geben. So a small seed of telling to take care of Mother Nature and all this. I think it is spreading slowly. Die Franziskaner bemühen sich um ein gutes Gleichgewicht, denn sie wissen, wirtschaftliche Entwicklung einerseits und die Bewahrung der Schöpfung andererseits müssen Hand in Hand gehen. First of all, I would say thank you to them because ich bin den Menschen in Deutschland sehr dankbar, die seit langem unsere Partner sind. Ich möchte sie dazu ermuntern, sich den Geist des Teilens zu bewahren. Mit diesem Geist können wir eine gemeinsam bessere Zukunft schaffen. So with the spirit of sharing we can build a better future. Perciò incoraggio tutti a collaborare nel nostro comune compito di annunciare il Vangelo. Deshalb ermuntere ich alle, an unserer gemeinsamen Aufgabe, das Evangelium zu verkünden, mitzuarbeiten und die jungen Kirchen über die päpstlichen Missionswerke zu unterstützen. So kann sich die Kirche allen Völkern öffnen und mit Freude die gute Nachricht von Jesus Christus verkünden. Von Herzen vielen Dank. Grazie a tutti di cuore. Da möchte ich mich den Worten von Papst Franziskus anschließen, getauft und gesandt. Zum einen, dass wir letztendlich als diejenigen, die sich in der Nachfolge Jesu Christi aufmachen, einen Auftrag haben, aber dass wir dies auch freudig tun können und dass wir dort als solche, als hochmotivierte Christen in die Gesellschaft hineinwirken können. So grateful that Monsieur has chosen Northeast India
Ich bin so dankbar, dass Mission Nordostindien ausgewählt hat, dass ja noch vor einer Generation so etwas wie ein unbekanntes Gebiet war. Wir waren rückständig und abgelegen, aber jetzt ist eine erwachsene Kirche daraus geworden. Das ermutigt uns und macht uns dankbar.